Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter mit unserer Gärreste, machen nochmal den Rest nacharbeiten auf Feld Nummer 12. Und zwar. Ja, den Rest. Ja. Okay. Verbreiten hier, ne? Also den Rest kamen wir jetzt hier rauf. Ist ja nicht mehr viel, aber da muss halt noch gemacht werden, ne? Und da unten noch. Ja, oh, läuft ja auch noch mehr. Ja, läuft. Gut, letzte Folge war bis ein der Anfang war weg. Muss ich mal von vorne beginnen, ne? Wir nähern uns der Stelle, wo wir entsprechend nacharbeiten müssen. Wir haben aber drinnen 5000 Liter ungefähr. Die nächsten Stufen machen wir mit einem Kunstdünger. Mit Pflegebereifung, da können wir mit so einem Gerät nicht rauffahren, ne? Ja, logisch. So. Jetzt schnell zurück zur BGH. Wir füllen mal was ein und dann gehen wir los und werden mal gleich den Überführungskurs. Das machen wir anders. Wir fahren jetzt zum Feld Nummer 60. Dann fahren wir zur BGH, machen gleich was voll und dann geht's zurück und dann kann er gleich den Kurs berechnen für Feld 60 kann man gleich machen, also auf dem Feld nachher, wo er starten soll. Und sobald er hier fertig ist, geht der nächste bei und wird gleich die Aussaat betreiben, ne? Und dann geht das los, dann kann der eigentlich uns folgen auf Richtung Feld 60. Aber das eine, das andere, das dauert noch ein bisschen, ne? Hier unser Kälber, ne? Ja, ich find's immer gut, wenn die Tiere alle gleich aussehen. Unsere Rinder sehen aus wie Kühe und sind Bullen und naja. Unsere Kälber sehen aus wie Kühe, wie erwachsene Kühe, aber sind noch 50 Kilo oder so, ne? Kann ja jeder tragen, im Prinzip. Fast. Also 50 Kilo ist schon heftig. Sollte man alleine nicht so tragen. Also. Ist nicht gut fürs Kreuz. Ich kann da ein Lied von singen. Oh, hier haben wir noch Reste von Schnee, vom Winter. Ja, wie schön. Ach, war das hier alles weiß. Unsere Wiese ist auch schon schön grün geworden. Muss die Dünger haben? Ich glaube nicht. Oder mal gucken, die Dünger ist gut aus. Da müssen wir einstellen. Mal gucken, ob wir das. Das wäre schon einmal mähfähig. Ne? Also jetzt haben wir am zweiten Tag. Also man könnte schon mähen, ne? Also könnte. Aber wir warten, bis es richtig reif geworden ist, nicht, das ist im Sommer der Fall. Rapsfelder müssen die auch gemacht werden. Kurz überlegen. Da muss ich kurz überlegen. Und gucken. Unsere Felder sind dunkelgrün, das ist gut.
Wachstum ist dunkelgrün. Gelbes Gras. Gedüngt. Müsste das noch einmal gemacht werden. Ja. Gut, wir haben jetzt Stufe 1, ne? Okay, das ist ja so, hier mal machen wir eine Kursberechnung. Feld 60. Vorgewende Nummer 2. Uhrzeigersinn 36. Generieren wir mal ganz kurz. Dieses Feld ist ein bisschen besser von der Form her, leichter für den Fahrer. So. Das passt so. Zurück. Speichern. Der erste Feld 60 36 Meter müsste passen. So, so jetzt ein bisschen weiterfahren, ne? Das ist ungünstig. Runde. Ja, kann man so fahren. Jetzt muss man zum BGH. Das heißt, ich erwarte hier keinen Gegenverkehr. Eigentlich. Die Runde sind schon verkehrt, aber gut. Wenn wir zwei Fahrzeuge fahren würden und Geras ausbringen würden, wäre das ungünstig. Dann wäre nämlich irgendwann Crash programmiert. Aber in dem Fall haben wir noch eins. Bei den großen Feldern wird auch nochmal dünn, glaube ich. So. Wir fahren jetzt mal zur BGH und Geras zu holen. Eigentlich schon ein bisschen weit weg. Normalerweise wäre es besser, wenn es mit Dünger gemacht wird, aber wir haben genug Reste. Das muss verarbeitet werden. So. Müsste man noch ein bisschen angleichen normalerweise. Irgendwann mal. Haben wir hier an. Der Schlauch ist allgemein ein bisschen tief. Aber dafür kann keiner was, das Original ist so. Ich überlege, das Gäste schon drin, ne? Wir müssen noch Gülle nachfahren, ne? So. Diese Lohnzahlung. So viel Lohn. So. Jetzt fahren wir jetzt im Feld. Und der 40 ist noch bei dem Kuppert. Das ist halt so, ne? Auch längerfristig gesehen, dass wir zwei brauchen. Aber aktuell ist glaube ich nicht möglich. Nicht nötig. Wir haben noch drei Felder zu bestellen. 42 ist auch noch. Raps muss noch gedüngt werden und die Weizen auch. Das muss dann auch heute geschehen. Ingame-Tag, ne? Heute Ingame. Also dann müssen wir halt den Müllersteuer nehmen. 1, 2, 3 haben wir ja. So, und
Schauen wir mal. Das hier meinte ich hier mit Einbahnstraße. Also gegen, also wenn zwei Fahrzeuge entgegenkommen, ist ungünstig. Das ist allgemein so. So. Das sollte normalerweise funktionieren. Und zwar muss es hier. Eingefahren wäre normalerweise. Das könnte jetzt leider nicht klappt. Könnte. Okay. Speichern. Feld 60 DG. Beste. Speichern. Löschen. Dünn, 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 dünn. 64 Gerste. Ergänzen. Probier mal aus, ne? Ich glaube, das klappt nicht. Das Ding klappt schon, aber das andere. Wird schwierig werden. Schauen wir mal. Wie müssen wir sehen, dass wir jetzt die nächsten Falle gedüngt kriegen? Vor allen Dingen. Wir müssen düngen, also ganz schnell. Heute. Unsere Möglichkeiten. Einer ist da. Zwei. Gut, der hat Pflegebereifung. Vollen Tank und halbwegs heile. Da sind wir gleich im Blauen hier, ne? Der hat schmale Reifen. Der hat ein bisschen schwaches, ne? Der Dünger wird reichen. Ne? Tut nicht leer. Banane voll. Ja, auch schon mal gedüngt gehabt, ne? Also. Dann brauchen wir das kaufen, ne? Oder beziehungsweise, ne, kaufen wir aber eh nichts, aber wir brauchen dann erstmal die Reste verarbeiten, ne? Auch leer. Die ist leer. Haben wir noch einen gehabt? Wir müssen noch einen haben irgendwo. Zu schaden. Den haben wir nicht gebraucht, wir sind heile. Dünge! Gut, das sieht ein bisschen optisch und blöd aus. Bisschen besser. So, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir machen gleich weiter mit Düngen auf Feld Nummer
49, 48, 42. Ja, und dann geht's weiter. Ja, die Prüfung, ob der andere das hinkriegt, mit den Gäres zu holen. Ne? Das Feld 60 auch noch die Gäres verarbeitet wird. Schauen wir mal, ne? Dann ist er gleich voll und dann können wir die beiden drei Felder mit Einschwung mit denen fertig machen, ne? Bin schwach, aber geht. Auf dem Feld muss er kein Vollgas fahren, ne? Gewicht? Na, braucht er keins. Wackelt mir eins rum. So, völlig toll. Das soll für heute gewesen sein, normal, ne? Dann seid mal schütz auf den Winkel. Ciao. Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, gerne zur nächsten Folge. Dann seid mal schütz. Ciao. Bis dann. Tschüss.